Dann sage ich mal ganz herzlich willkommen zu dieser Informationssession zum Masterprogramm Multilingual Technologies. Ah, hallo, der Kollege Igor Miladinovic ist auch schon hier, perfekt. Wir beide werden heute mal die Erstpräsentation übernehmen. Und dann werden wir zwei aktive Studierende aus dem Master bitten, ein bisschen ihre Erfahrungen zu teilen. Okay, also ja, es geht um den Multilingual Technologies Master, der ein gemeinsames Masterprogramm darstellt zwischen FH Campus Wien und Universität Wien, also ein neues Pilotprojekt sozusagen, ja, das erste Studium dieser Art. Und deswegen werden wir auch mal ganz kurz die involvierten Institutionen vorstellen. Als erstes erzähle ich mal so ein paar Zahlen und Daten zum Zentrum für Translationswissenschaft. Also aus Sicht der Forschung haben wir ca. 30 Personen, die mit Forschung betraut sind, hauptsächlich. Davon sind insgesamt 8 Professorinnen. Da sind jetzt die 2 Assistenzprofessuren noch nicht drinnen. Also wir haben sehr viele Professorinnen am ZTW. Insgesamt gibt es 13 Forschungsprojekte seit 2020. Also das ist relativ viel. Wir haben mehr als 116 Veröffentlichungen, hatten mehr als 116 Veröffentlichungen nur im Jahr 2021. Für 2022 läuft es ja noch, da kommen noch täglich mehr dazu. Und die Forschung ist wirklich von soziokognitiver Translationswissenschaft über verschiedenste Themen der Sprachtechnologien bis hin zu Digital Humanities relativ breit gefächert. In der Lehre gibt es einige Hauptlehrbereiche, also da gibt es den Bachelor für transkulturelle Kommunikation, da gibt es den stärkeren Fokus auf Translationswissenschaft im Master und die Ausbildung in Übersetzen und Dolmetschen in 14 Sprachen, also auch relativ umfangreich. Wir haben in etwa 100 Lehrende und ca. 3000 Studierende insgesamt am Master. Die Auszeichnungen hier sind weniger Forschungsauszeichnungen, sondern mehr Auszeichnungen von NachwuchsforscherInnen. Also die ersten 2 sind wirklich Preise für Masterarbeiten in Translation und Interpretation. Und da hat eine Kollegin den SUTI-Preis für ihre Masterarbeit bekommen und eine andere Kollegin den SUTI Research Mobility Award. Und wir haben auch das Gala Rising Star Scholarship, alles für NachwuchsforscherInnen bekommen. Und EU Revalorize und Training Program, also wirklich auch für Ausbildung und einen Impact Award für bürgernahe Forschung beziehungsweise ein Projekt, das sich wirklich mit der Vermittlung von Forschung an die Allgemeinheit gerichtet hat. Und dann würde ich gleich an den Igor übergeben. Ja, vielen Dank. Also wir sind in diesem Projekt Vertreterinnen der FH Campus Wien. Und an der FH Campus Wien, wir haben insgesamt 7 Departments für unterschiedliche Disziplinen wie Bauen und Gestalten, Gesundheit, Pflege und auch Technik. Wir sind im Bereich Technik zuständig für Informatik. Und im Bereich Forschung, wir haben insgesamt 13 Personen, die bei uns hauptberuflich angestellt sind. Das sind entweder Vortragende oder Forscherinnen. Und beschäftigen uns mit so Themen, die Informatik und Kommunikationssysteme betreffen, wie zum Beispiel Software Engineering, Machine Learning, IoT-Architekturen, Smart Cities, aber auch mit Themen, die sich damit beschäftigen, wie wir unterrichten. Das ist der erste Punkt hier, High Education Didactics, das ist Hochschuldidaktik. Und ja, das sind so 2 große Bereiche von uns, einmal so thematisches und einmal didaktisches, das heißt, was wir unterrichten und wie wir unterrichten. Und da haben wir auch Kooperationen mit Industriepartnern und anderen Universitäten, wie auch diese Kooperation ist, dieser Masterstudiengang. Und bis jetzt, das Team hat 2016 gestartet. Damals war das Team wesentlich kleiner, es waren so 2 Personen nur. Und seit damals haben wir über 140 Publikationen. Im Bereich Lehre, wir haben alle
auch irgendwo anders unterrichtet. Das heißt, wir waren, also die meisten von uns waren früher in der Industrie, haben nebenberuflich unterrichtet und irgendwann hauptberuflich zu FH gewechselt. Und das sind Institutionen, wo wir schon unterrichtet haben. Das heißt, wo wir mindestens ein Semester lang eine Lehrveranstaltung übernommen haben. Ich kann das jetzt nicht aufzählen, aber das ist von TU Wien, dann verschiedenen TU Wien, WU Wien, verschiedenen Fachhochschulen in Österreich, aber auch einige in Ausland, wie zum Beispiel Technische Hochschule in Nürnberg. Und ich habe schon gesagt, wir haben circa 13 Personen, nicht circa, sondern genau 13 Personen, die hauptberuflich im Team sind und noch über 40 Personen, die bei uns nebenberuflich unterrichten. Das ist so eine Eigenschaft von Fachhochschulen, dass sehr viele nebenberufliche Personen unterrichten. Das ist im Ausmaß von 2 bis 6 Stunden pro Woche. Und der Vorteil ist, dass diese Personen in der Industrie arbeiten und dann das, was womit sie sich beschäftigen, darüber berichten sie dann in unseren Studiengängen. Und auf der rechten Seite sind einige Auszeichnungen, die wir bekommen haben, so hauptsächlich im Bereich Didaktik, wie zum Beispiel dieser E-Learning Award von unserer Fachhochschule. Da können alle Studiengänge was einreichen und es gibt nur 3 Preise zu gewinnen. Aber auch dieses E-Learning Award IELA haben wir 3-mal gewinnen können. Das ist so ein International E-Learning Award, wo es einmal im Jahr so eine Nominierung gibt. Ja, und auch andere Auszeichnungen vom Team. Also bei uns ist es eher umgekehrt. Das sind die Auszeichnungen sind eher von den Personen, die im Team mitarbeiten, studieren. Sind hier nicht dabei. Aber auch da haben wir 2 Preise für einmal für Bachelorarbeit, einmal für Masterarbeit bekommen. So, sag mal, magst du das? Okay, also das ist mal nur so die allgemeine Roadmap. Natürlich sollte man sich zuerst mal irgendwie überlegen, ob man studieren will und was man studieren möchte. Sollte Ihre Entscheidung tatsächlich auf den Master Multilingual Technologies fallen, dann gibt es gewisse Zugangsvoraussetzungen, die es zu erfüllen gilt, die wir gleich vorstellen werden. Dann sollten Sie sich für das Studium bewerben. Da ist einmal im Jahr immer möglich, fürs Wintersemester sich zu bewerben. Also wir starten mit einem neuen Jahrgang immer im Wintersemester. Und dann findet auch am Anfang vom Sommer noch das Aufnahmeverfahren statt, wenn Sie die Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Dann ist es natürlich sehr wichtig, dass das Studium Ihre Erwartungen erfüllt, dass der Studienplan genau dem entspricht, was Sie sich vorstellen und dass das Studium auch weitere Entwicklungsmöglichkeiten für Sie bietet. Darum sind wir bei diesem neuen Master sehr bemüht, auch in Form von Unterstützung bei der Auffindung von Praktikumsplätzen und bei der Qualitätssicherung der Lehre, da wir ja dieses Semester zum allerersten Mal begonnen haben. Und dann am Ende natürlich vom Studium ist die große Frage, wie geht es weiter? Da ist immer ein Praktikum schon sehr praktisch, dass man mal auch in verschiedene konkrete Berufsfelder schnuppern kann und sich dann überlegen kann, welche Ausrichtung interessiert einen selbst am meisten und wie kann man dann wirklich sich beruflich hier auch gut etablieren. Ja, Multilingual Technologies ist prinzipiell ein interdisziplinäres gemeinsames Studium von der Universität Wien, also konkret eben dem Zentrum für Translationswissenschaft. Und ich glaube, ich habe auch eingangs meinen Namen nicht erwähnt. Also ich bin Dagmar Grohmann, Assistenzprofessorin am ZTW und für die fachliche Seite des Masters zuständig. Und eben der FH Campus Wien, hier konkret der Bereich Computer Science, für welchen der Kollege Igor Milutinovic die Studienprogrammleitung über hat. Und vom Berufsfeld her, da sagen wir auch noch ein bisschen was dazu später, ist es definitiv sehr zukunftsorientiert. Also hier ist das Interesse seitens der Firmen in Österreich, aber auch international sehr groß. Es ist in Österreich definitiv das einzige Studium dieser Art, das in Richtung Natural Language Processing, Computerlinguistik, überhaupt keinen Studiengang gibt Österreich. Also das ist wirklich der erste, der sich diesem Bereich widmet, mit einem starken Fokus auch auf multilinguale Methoden.
Und es ist definitiv eine Kombination aus theoretischen Inhalten und theoretischer Vertiefung von diversen Inhalten und einer starken Praxisorientierung. Das zeigt sich auch darin, dass also Kolleginnen von sehr bekannten Unternehmen im Laufe dieses Masters auch unterrichten und natürlich auch viele Personen aus der Forschung. Also hier wird ein gutes Gleichgewicht von Theorie und Praxis geschaffen, auch schon im Studium. Möchtest du das gerne erzählen, Igor? Gerne. Danke. Also das sind die Zugangsvoraussetzungen für diesen Master. So wie Frau Grommann gesagt hat, das ist einzigartig in Österreich und Zugangsvoraussetzungen sind auch einzigartig. Die sind durchaus nicht trivial. Was wir voraussetzen, ist ein Bachelorabschluss entweder im Bereich Informatik oder im Bereich transkulturelle Kommunikation. Das ist entweder oder. Und zusätzlich zu diesem Bachelorabschluss verlangen wir noch Grundkenntnisse aus der anderen Disziplin. Das heißt, wenn man aus dem Bereich Informatik kommt, dann muss man diesen Punkt A erfüllen. Grundkenntnisse der Sprachtechnologie und Fachkommunikation. Dazu gibt es ein Erweiterungskurriculum von Universität Wien, die Studierenden, die zum Beispiel bei uns Informatik machen oder gemacht haben, absolvieren können, um diesen Punkt A zu erfüllen. Für die Studierenden von Uni Wien, die transkulturelle Kommunikation studieren oder studiert haben, ist Punkt B notwendig. Das heißt, sie sollten zumindest Grundlagen der Informatik beherrschen. Und dazu bieten wir ein Erweiterungskurriculum, wo man sich diesen Punkt der Zugangsvoraussetzungen, wo man das absolvieren kann. Beide diese Erweiterungskurricula sind im Ausmaß von 15 ECTS. Das heißt, wenn man sich jetzt so denkt, so ein Semester hat üblicherweise 30 ECTS-Punkte, das ist so circa die Hälfte von einem Semester. Das sind wirklich Grundlagen und dieses Wissen wird dann im Masterstudium ausgebaut. So, Aufnahmeverfahren. Dagmar, magst du das erklären? Okay, gerne. Das Aufnahmeverfahren funktioniert so, dass wir Ihnen einen Link zur Verfügung stellen, sich über ein Online-Portal der FH Campus Wien für diesen Master zu bewerben. Dafür werden auch zeitgerecht die Fristen online gestellt. Geplant ist, dass das gesamte Bewerbungsverfahren nächstes Jahr bis Anfang des Sommers abgeschlossen ist. Das heißt, die Bewerbung wird schon in den Monaten davor passieren. Und nachdem wir Ihre Unterlagen gesichtet haben, ist ein persönliches Gespräch geplant in einer Kommission, das eben aus Personen der Uni Wien und der FH Campus Wien besteht. Eine Auswahlkommission. Da werden grundlegende fachspezifische Fragen aus den Bereichen der beiden geforderten Grundlagenkenntnisse gestellt. Also Sie bekommen Fragen zu Sprachkommunikation, Fachkommunikation und Sprachtechnologien, als auch zum Bereich Informatik. Natürlich sind wir auch sehr daran interessiert, warum sich Personen für dieses Studium interessieren und stellen da auch noch Fragen zur Motivation für diese Studienwahl und ein paar Fragen zu ihrer Person, zum Beispiel Thema Teamarbeit oder Dinge in diese Richtung. Das Gespräch dauert aber nicht lange, also das sind maximal 30 Minuten. Und wenn dann alle Gespräche mit allen BewerberInnen abgeschlossen sind, erhalten Sie eine Information, ob Sie für den Master angenommen wurden oder nicht, auch mit einer Begründung, wenn gewünscht. Ja, wie sieht Ihr Studium aus? Das werden wir jetzt noch im Detail erklären. Igor, möchtest du hier weitermachen? Ja, das hier sind so die Eckdaten vom Studium. Wir haben 30 Studienplätze pro Jahr, also 30 Studienanfängerinnen pro Jahr. Und es sind halt zwei Institutionen. Wir haben inhaltlich sehr gut zusammengearbeitet. Organisatorisch sind das natürlich zwei unterschiedliche Formen von der Ausbildung. An der FH Campus Wien gibt es zum Beispiel einen Ausbildungsvertrag, es gibt eine Anwesenheitspflicht,
Das heißt, bei jeder Online-Veranstaltung, die von FH Campus Wien angeboten wird, müssen Sie bei 80% der Einheiten dabei sein, ansonsten verlieren Sie einen Prüfungsantritt und Sie können ein Studienjahr wiederholen. Das heißt, wenn Sie bei einer Prüfung negativ sind oder wenn Sie unentschuldigt fernbleiben, dann beim Wiederholungstermin genauso und dann kommissionell auch so, dann haben Sie die Möglichkeit, ein Jahr zu wiederholen und dann haben Sie wieder drei Versuche. Bei der Universität Wien ist es etwas anders. Da gibt es eine Einschreibung zum Studium. Anwesenheitspflicht nicht überall. Das heißt, nur für prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen ist so. Und bei Vorlesungen haben Sie vier Prüfungstermine. Das heißt, der vierte Termin ist kommissionell. Wenn man diesen Termin nicht schafft, dann ist es vorbei mit dem Studium. Das heißt, ein Jahr wiederholen geht nicht, aber dafür haben Sie vier Termine. Es ist ein bisschen anders. Und es ist auch anders, dass Sie sich dort für die Prüfungen anmelden. An der FH ist es so, dass Sie Termine vorgegeben bekommen und Sie müssen diese Termine einhalten. Wenn Sie da nicht kommen, dann zählt das als ein negativer Antritt, es sei denn, Sie waren krank. Studienzeiten sind so 18 Wochen pro Semester, haben Sie Unterricht. Im Schnitt so 16 Einheiten pro Woche. Also es wird nicht so sein, dass Sie jede Woche 16 Einheiten haben. Einmal ist es mehr, einmal ist es weniger. Im Schnitt sind es 16 pro Woche. Und das Studium ist berufsbegleitend. Das heißt, wir legen Unterricht so, dass man daneben auch arbeiten kann. Unterricht an der FH Campus Wien ist freitags, es ist immer freitags und gelegentlich samstags. Und an der Uni Wien ist es abends, sodass Sie tagsüber, also von Montag bis Donnerstag tagsüber, können Sie dann arbeiten. Deswegen berufsbegleitend. Ja, die Lehrveranstaltungen im Master sind hier farbkodiert nach der Institution. Also alles, was hier blau ist, findet an der Universität Wien statt. Alles, was hier gelb ist, findet an der FH Campus Wien statt. Und die weiß gehaltenen Felder sind gemeinsame Veranstaltungen. Beispielsweise können Sie sich beim Praktikum, beim Internship aussuchen, ob Sie dieses über die FH belegen möchten oder über die Uni Wien. Das bedeutet dann, dass der Praktikumsbericht bei der jeweiligen Institution einzureichen ist und die begleitende Lehrveranstaltung bei der jeweiligen Institution zu inskribieren ist. Das Masterkolloquium ist ebenfalls so aufgeteilt, dass wenn Sie, also das machen Sie in erster Linie bei uns. Die Masterarbeitsbetreuung können Sie sich dann aber aussuchen, wenn Sie das Studium absolvieren, ob Sie das an der Uni Wien machen möchten oder ob Sie einen Betreuer an der FH Campus Wien suchen möchten. Die Defensio findet in dem Fall wiederum gemeinsam statt. Das heißt, bei jeder Defensio zu diesem Master sind Teilnehmende der FH Campus Wien und der Uni Wien involviert. Ansonsten sehen Sie an den Titeln der Lehrveranstaltungen vielleicht schon ein wenig, dass es hier stark eben in Richtung Computerlinguistik und NLP geht. Begonnen bei Einführung in Computerlinguistik, wobei mir gerade auffällt, dass das Color Coding, dann auch wirklich Programmieren und Algorithmen, statistische Methoden für Natural Language Processing, Translationstechnologien, Basics und Advanced Machine Translation, also wo Sie wirklich mal lernen, wie entwickelt man diese Systeme und dann wirklich weiterführende Informationen zu bestimmten Trainingsarten und bestimmten Domain Adaptation zum Beispiel und so weiter. Und natürlich ist auch Informationsextraktion und Information Retrieval ein wichtiger Punkt, wobei es beim ersten um die Wissensakquise geht und bei Information Retrieval stärker um den Umgang mit Dokumenten und Dokumentmanagement automatisiert. Machine Learning ist ein wichtiger Bestandteil all dieser Dinge und Transcultural Communication natürlich auch, weil es bei Mehrsprachigkeit oft auch um das Überwinden von Sprachbarrieren geht und nicht nur deren Erkenntnis. Und zu guter Letzt sind natürlich auch Software Engineering, Human-Computer-Interaction wichtige Bereiche, sowie auch IT-Projektmanagement und Datensicherheit. Darf ich nochmal an dich übergeben, Igor? Ja, gerne.
Und hier, wenn Sie das Studium dann abgeschlossen haben, also das, und Sie haben gesehen, das Studium ist nur eine Folie. Also das war die letzte Folie, wo Sie 4 Semester und alle Lernveranstaltungen dargestellt bekommen haben. Wenn Sie dann das Studium geschafft haben, dann fragt man sich, wozu habe ich es gemacht? Was ist das Ziel? Was kann ich danach machen? Und darüber wollen wir auch kurz reden. Sie haben im Studium dieses Praktikum. Im Praktikum bekommen Sie erste Einblicke in, also was Sie danach arbeiten können. Also ein Praktikum ist eine sehr gute Methode, um zu testen, ob eine Firma für Sie die richtige ist und auch umgekehrt, ob Sie die richtige Person für diese Firma sind. Das sind so Zeit, die man auch nutzen kann, um etwas auszuprobieren. Danach haben Sie sehr gute Berufsaussichten. Wir haben also besonders Kolleginnen von der Universität Wien haben viele Anfragen aus der Industrie, dass genau diese Profile gesucht werden. Und bis jetzt gab es in Österreich dieses Studium nicht. Und zum Vergleich, als wir begonnen haben, dieses Studium zu entwickeln, damals gab es 8 solche ähnliche Studiengänge in Deutschland. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Deutschland circa 8-mal so groß ist wie in Österreich, ist es höchste Zeit, dass wir auch in Österreich damit starten. Das heißt, Bedarf ist da. Und das ist etwas, was noch dazu im Kommen ist. Das heißt, jetzt ist Bedarf da und diese Systeme werden immer mehr. Und Tätigkeitsbereiche sind Sprachindustrie, computerlinguistische Berufsfelder, maschinelle Übersetzung, digitale Sprachassistenz, dann multilinguales Information, lingualer Information, Verarbeitung, Wissensorganisation. Dann auch Projektmanagement, also Projektmanagement von solchen Projekten, die sich mit diesen Systemen beschäftigen. Und natürlich Usability und Data Science. Mit Data Science kann man diese Systeme stark verbessern. Also alle diese Spracherkennungssysteme werden mit der Zeit immer besser. Die müssen sich natürlich an die Benutzerinnen anpassen. Und das geht durch Machine Learning, durch Data Science. Diese verschiedenen Tätigkeitsbereiche beziehen sich dann auf diverse Branchen. Also das ist nur mal ein kurzer Ausschnitt von dem, was möglich ist. Aber gefragt ist dieser Kenntnisstand und diese Art von Kenntnis zu computerlinguistischen Anwendungen auf jeden Fall im Bereich Internet of Things, App Development, aber genauso Virtual Reality, Self-Driving Cars sind da auch oft mit ähnlichen Algorithmen ausgestattet. Und jegliche andere Form von multimedialer, mehrsprachiger Kommunikation. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viele Branchen und sehr viele Firmen international, die ganz, ganz viele Personen mit diesem Kenntnisstand, einstellen. Ja, und weitere Informationen werden Sie auch durch unseren Podcast bekommen können. Wir haben jetzt eine erste Folge aufgenommen, wo es darum geht, wie das Studium organisiert ist, eine Vorstellung von diesem Studiengang. Dieser Podcast ist auch für andere Studiengänge in unserem Bereich an der FH Campus Wien. Und mit dem Podcast wollen wir über jede Lehrveranstaltung so etwas näher reden, immer mit der Person, die für diese Lehrveranstaltung zuständig ist, so dass Sie immer aus der ersten Hand hören, worum es da geht, wie Sie zu einer Note kommen, wie das Ganze organisiert ist. Aber wie gesagt, für diesen Studiengang starten wir mit einer Vorstellung vom Studiengang. Diese Folge wird heute live gehen. Und ja, da können Sie sich auch so 15, 20 Minuten anhören, wie wir dieses Programm sehen. Ja, also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kontakt zu uns finden Sie über das Sekretariat der FH Campus Wien. Sie können sich mit Fragen jederzeit eben an die Kollegin vom Sekretariat FH Campus Wien wenden oder an Herrn Milutinovic oder mich, Dagmar Kromann, direkt, falls Sie bestimmte Fragen haben zu Zugangsvoraussetzungen oder dem Studium an sich. Und dann würde ich das Wort gleich weitergeben an die Kolleginnen vom Master, die jetzt gerade auch aktiv diesen Master studieren. Im
ersten Monat noch immer, also wir haben wirklich gerade erst begonnen, dass sie mal die bisherigen, oder ein bisschen mehr, 1,5 Monate läuft jetzt, glaube ich, dass sie mal so die bisherigen Erfahrungen und ihre Meinung zum Multilingual Technologies mit uns teilen. Frau Krieger, möchten Sie vielleicht gleich beginnen? Ja, also ich heiße Patricia, ich habe im Sommer mein Bachelorstudium Transkulturelle Kommunikation abgeschlossen und bin jetzt Masterstudentin am FH Campus Wien und Uni Wien. Meine erste Erfahrungen mit dem Master, ich war ziemlich überwältigt am Anfang, muss ich zugeben, weil diese Themen alle für mich sehr neu waren. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich recht schnell in den ganzen Bereich und den Themen eingearbeitet habe, weil wir haben ziemlich intensiv mit den ganzen Themen gearbeitet und es war einfach für mich ziemlich schnell voranzukommen, ja. Okay, danke sehr. Herr Exler, möchten Sie gleich weitermachen? Ja, was auch, finde ich, sehr positiv ist, ist, dass wir ein sehr kleiner Jahrgang sind und auch in den kommenden Semestern wird es dann ja maximal 30 Personen geben, was doch irgendwie den Zusammenhalt, das Gruppengefühl irgendwie besser macht als jetzt in einem, weiß nicht wie viel, transkulturelle Kommunikation im Bachelor studieren, wahrscheinlich hunderte Studierende. Also das ist was ganz Eigenes, ganz eigene Chancen gibt es auch durch das. Wie die Professor Krumann vorher schon erwähnt hat, das Studium ist wirklich sehr praxisorientiert. Man hat in eigentlich jeder Lehrveranstaltung das Gefühl, ja, das macht Sinn, dass wir das lernen. Es ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Teilweise haben wir verschiedene Lehrveranstaltungen, die dasselbe Thema bearbeiten, aber von verschiedenen Blickwinkeln und zusammenarbeiten gemeinsam. Also es ist wirklich sehr durchdacht und sogar die Theorievorlesungen haben wirklich immer sehr starken Praxisbezug und ja, es wirkt einfach so, als würde es Sinn machen, das, was man lernt. Vielen Dank. Ich hoffe, dass es nicht nur so wirkt, sondern sich auch als tatsächlich nützlich herausstellt am Ende des Studiums. Ja, also wir werden auf jeden Fall nochmal im nächsten Frühjahr auf die eine oder andere Art eine Informationssession dann vermutlich auf Englisch organisieren, weil ja dann das Studium auch auf Englisch ist. Und werden dann natürlich noch einmal breit dazu einladen. Das ist jetzt von seitens des ZDWs geplant, dass wir das dann organisieren. Da werden wir auf jeden Fall noch Infos ausschicken, dass man nochmal näher zum eigentlichen Bewerbungstermin hin nochmal Fragen beantworten. Und würden uns sehr freuen, Sie dann nächstes Jahr im Master Multilingual Technologies begrüßen zu dürfen. Ja? Okay. Igor, möchtest du noch was sagen? Ja, auch von mir. Vielen Dank für Ihr Interesse. Danke auch an dich, Dagmar, für die super tolle Präsentation und auch an alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die dazu beigetragen haben, an die Studierenden. Was noch wichtig wäre, wir werden so eine ähnliche Session im Sommersemester auch haben. Normalerweise so März, April. Und da werden wir vielleicht noch mehr Informationen haben, beziehungsweise die Studierenden, die jetzt dabei sind, werden dreimal so viel Erfahrung im Masterstudium haben als jetzt, weil das, ja, das alles ist ganz neu und ich glaube, dann werden die Eindrücke noch besser sein, noch umfangreicher und auch realistischer. Ich wünsche Ihnen alles Gute.